bin ich wieder. ist gar nicht so lange her, ne? Ich glaube 14 Tage, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das war vor dem Wellness-Wochenende, wo ich euch die tolle Tasche gezeigt habe, die ich der Monika geschenkt habe. Sie hat sich da auch sehr gefreut. Leider habe ich vergessen, ein Foto mit ihr in der Tasche zu machen. Ja, aber die Tasche kennt ihr ja und die Monika von Momas Wollwelt kennt ihr auch. Jetzt nochmal zu mir. Mein Name ist Petra. Du bist hier in meinem kleinen Podcast, Strick-Podcast gelandet, in dem ich ab und zu mal was hochlade. Ich wünsche mir immer, dass das regelmäßig werden kann, aber irgendwie schaffe ich es nicht immer. Und manchmal habe ich auch gar nicht so viel zu zeigen, obwohl ich immer und ständig stricke, wenn ich Zeit habe, egal im Auto oder nach der Arbeit oder sonst irgendwie. Aber irgendwie habe ich manchmal nach 14 Tagen nicht so viel zu zeigen. Heute habe ich sehr viel zu zeigen. Das ist aber erstmal noch eine Dauerwerbesendung. Wir müssen ja erstmal zum Organisatorischen. Das ist eine Dauerwerbesendung, weil ich Stricknadeln, Anleitungen, ich nenne Designer manchmal auch Bücher vorstelle, die ich dann in die Kamera halte und ihr könntet euch genötigt fühlen, das zu kaufen. Und deswegen ist es eine Dauerwerbesendung. Ja, ich, wie gesagt, ich bin die Petra, wohne hier in Frechen, in der Nähe von Köln mit meinem Mann und meinen beiden Hunden. Nebenan wohnt unser Sohn, Schwiegertochter und die zwei Enkel. Und ich stricke und häkle und manchmal nähe ich auch was. Und das zeige ich gerne hier in meinem Podcast. Und herzlich willkommen an alle Neue. Und hallo an alle, die mich schon kennen. Ja, fangen wir an mit meinem ersten fertigen Stück. Es ist auch das einzige fertige, was ich euch heute zu zeigen habe. Das ist der Around Every Corner Shawl von Stefanie Ludwin. Den hat die liebe Eva auf dem Wellness-Wochenende die Anleitung gezeigt und ich habe mich direkt in die Anleitung verliebt. Und dann waren wir bei Wollmeis und Rohrspatz und dann habe ich mich dem Gruppenzwang ergeben und habe Wolle gekauft. Nicht nur Garn, sondern auch Wolle und das ist diese hier. Ich habe auch irgendwo die Zettel von mir. Ach ja, hier. Genau. Das ist einmal die Blend in Schwarz, 70% Wolle, 20% WS, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, und 10% Polyamid. Aber die Blend kennt ihr ja alle. Ich denke mal, das ist kein Geheimnis. Die war im Angebot für 20 Euro der Strang, 150 Gramm waren das, glaube ich, ne? 150 Gramm, das ist das Schwarz. Dann habe ich 6 Minis gekauft. Also von dem Schwarz habe ich noch so viel übrig. Und dann habe ich 6 Minis gekauft dazu, von denen ich noch jede Menge übrig habe. Wo ist die Nummer 6? 2, 4, 5. Wo ist die blau? Da. Sieht ein bisschen chaotisch aus heute auf meiner Couch. Das sind die hier. Das Orange sieht hier jetzt in dem Licht viel orangiger aus. Das ist, leuchtet nicht so. Das ist Wollmeisen Birdies und zwar Merino Superwash, handgefärbt, 30 Gramm jeweils. In den Farben, Moment, ich hole mal eben, 2, 4, 5, 6. In den Farben Fliederbusch, das ist das Lila, Laola. Laola ist die Welle, das denke ich mal war das Blau. Clementine das Orange. Limone das Gelb. Rotkäppchen das Rot und Erbse das Grün. Ja, und das ist mein Schal. Man fängt hier unten an mit man fängt hier oben an mit 3 Maschen, strickt dann 10 Reihen und dann macht man drumherum, nimmt man noch rechts und links noch Maschen auf
Hat dann hier in der Mitte jeweils eine Zunahme und an den Enden. Wir sind hier. Und ich habe ihn heute fertig gemacht. Der ist heute von der Nadel gehüpft. Fäden sind noch nicht vernäht. So. Und das ist ein Schlabberlatz, wie die Monika sagt. Also sehr großes Tuch ist es nicht. Wenn es gespannt ist, kann man es gut unter einer Jacke, denke ich mal, anziehen. Das Lila noch ein bisschen zum Gucken. So. So ungefähr. So ungefähr. Also für unter der Jacke ist es gut. Aber als richtiges Tuch für umzulegen oder so, vielleicht nur ein bisschen, wenn man mal die Schultern gewärmt haben möchte, geht das auch. So, aber ihr seht schon, das ist nicht sehr lang. Ich hätte es noch erweitern können, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt das Schwarz nicht gewogen. Ich weiß nicht, ob das Schwarz noch gereicht hätte, um nochmal die Streifen dran zu stricken. Aber das ist auch so sehr schön und für unter einer Jacke im Winter reicht das. Das ist dann auch gleichzeitig mein Beitrag zur Yarnbright. Die Yarnbright hat angefangen hat die Yarnbright am 1.6. von der Sissi Will Wolle und den Queermaschen aus Wien. Und da mache ich auch jedes Jahr mit. Letztes Jahr gab es ja einen Strang von Woll Exklusiv zu gewinnen. Dieses Jahr habe ich keinen Strang da. Ich werde noch gucken, dass ich noch einen Strang bekomme, weil ich möchte wieder eine Verlosung machen. Zu der kommen wir nachher. Da werde ich noch was zu sagen. Aber das ist jetzt erstmal mein Beitrag zur Yarnbright, den werde ich jetzt spannen, die Fäden vernähen und dann werde ich ihn einreichen. Weil so mit den Fäden oder so, das möchte ich nicht. Den bade ich jetzt gleich. Ich habe ja, muss ja gucken, dass ich den jetzt per Hand wasche und dann spannen. Ja, das ist mein einziges fertiges Projekt. Ich habe am Wellness-Wochenende an dem Summer Square gestrickt, der ja eigentlich meine Eintrittskarte gewesen sein soll. Ich habe die Seiten verbunden, Vorder- und Rückseite. Und dann wird der in einfach nur glatt rechts runter gestrickt. Aber ich habe euch ja gesagt, ich habe das mit dem geschenkten Garn hier, 100% Baumwolle von Junghans Wolle, 53% Baumwolle, 47% Poly gestrickt und der wird mir so schwer, den kann ich im Sommer nicht anziehen. Außerdem gefällt mir das Garn überhaupt nicht. Deswegen werde ich die Nadeln ziehen, werde das alles aufmachen. Und dann, Kathi, bist du bitte still? Danke. So, und dann werde ich die Nadeln ziehen und dann werde ich das nochmal anschlagen, aber mit einem anderen Garn. Und zwar habe ich mit der Cindy, mit einer lieben Zuschauerin, getauscht. Die hatte ganz viel Baumwolle. Und der habe ich eine Tasche genäht, die habe ich euch auch gezeigt. Das ist diese mit dem Einhorn. Die hier in groß, die hier in groß. Und die, dafür habe ich ganz viel Baumwolle geschenkt bekommen von ihr, unter anderem dieses hier. Jetzt ist die. Ich gehe mal ein bisschen näher. Ja. So kann man es sehen. So. Das ist dieses wunderschöne Garn. Und das ist 100% Baumwolle, gekämmt, merserisiert und glasiert, 240 Meter auf 100 Gramm. Davon werde ich dann den Summer Square nochmal anschlagen.
und werde daraus so machen. Ich habe hoffentlich genug. 1, 2, 3, 4 ganze Knäuel. Dann hatte sie hier schon mal was angefangen zu stricken. Das werde ich aufribbeln. Und dann habe ich, denke ich, 5 Gramm, also 5 Knäuel. Das wird reichen. Ja, ist schade für die ganze Arbeit, die ich da hatte, aber mir gefällt es einfach nicht. Und was soll ich da den fertig stricken, wenn mir das nicht gefällt, das so schwer ist und im Sommer überhaupt nicht tragbar ist. Ich werde da wahrscheinlich irgendeinen Teppich oder sonst irgendwas daraus machen. Das ist kein Garn zum für Oberteile zu tragen. Ja, schade drum. Beim nächsten Wollnisswochenende werde ich einen haben, werde ihn aber nicht anziehen können, weil es ist ja Ende Oktober. Dann habt ihr ja schon meine Tasche gesehen hier. Das ist, hier habe ich mein Knotenbag, den ich genäht habe. Und darin ruht eine Stino. Und zwar ist das, stricke ich die für den Eierstock-Krebsverein. Ich will bis Mitte August noch einige Socken fertig kriegen, die ich dann am Wollfest in Düsseldorf der Kiko mitgeben möchte. Und zwar ist das eine Meilenweit von Lana Crossa Nessel. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Schurwolle, Virgin Wool, Polyamid und 10% Nessel. Sehr robust, aber wunderschönes Muster, gefällt mir gut. Da bin ich jetzt bei der ersten Socke, fast ja doch schon ein Stück vom Fuß. Ich habe 64 Maschen angeschlagen, 1-1 Bündchen gestrickt, dann gerade runter eine Bumerangferse mit Zwischenreihen und stricke jetzt den Fuß. Ich habe mir endlich Nadeltaschen gekauft. Von, wie heißt das? Ich kann das nicht aussprechen. Siyutsu? Sonjitsu. Sonjitsu. Von dem Sven. Der war auf dem Wollmarkt gestern. Da werde ich auch noch drüber sprechen. Also ich war auf dem Wollmarkt in Euskirchen. Das ist nur eine halbe Stunde hier entfernt von mir. Ist nicht so weit. Und da war dann auch der Sven von Sonjitsu. Da habe ich auch was gekauft. Ich werde das gleiche erzählen. Der strickt mir was, Marco, war auch da. Und ich habe ihn nicht gesehen. Leider. Mensch, Marco, wenn du das hier siehst, melde dich doch das nächste Mal. Dann können wir einen Kaffee oder so zusammen trinken. Ja, schade. Ich hätte ihn gerne mal in live gesehen, aber ich fahre ja zum Wollfest nach Düsseldorf und überlege, mir Karten für beide Tage zu kaufen. Und dann, weil das ist ja auch nicht so weit von hier. Und werde dann vielleicht auch beide Tage hinfahren. Ja, wer mich da sieht, könnt mich gerne grüßen. Gestern habe ich auch zwei von meinen Followern getroffen, die gesagt haben, ach, guck mal, da ist die Petra aus Frechen. Ja, es ist offiziell, Leute, ich bin berühmt. Man kennt mich jetzt. Nein, Quatsch. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich angesprochen wurde und dass ich jemanden getroffen habe, der meinen Podcast kennt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Und ich möchte euch beide ganz herzlich grüßen. Ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Die Socken. Machen wir weiter mit der Mrs. Gerskill. Die ist von Frauke Neubauer. Die haben wir ja an Weihnachten, an Heiligabend angestrickt. Also aus der Weihnachtsanstrickgruppe von der Anne, von Strick mit Kick. Und da habe ich jetzt die letzten Tage, ich hatte keine Lust mehr, kraus rechts zu stricken. Ja. Und dann musste ich mal was anderes stricken. Und das letzte Mal, als ich euch den gezeigt habe, war ich hier. Sieht man das?
Da. Und das ist jetzt dazugekommen. Und ich hatte das Muster hier, das Lace-Muster, schon zur Hälfte gestrickt, hatte den dann zur Seite gelegt. Und als ich den das nächste Mal weitermachen wollte, wusste ich zwar noch, wo ich war, aber ich hatte einen Fehler drin auf einmal. Bis dahin lief das alles super, passte alles, war alles klasse. Und dann habe ich das einfach nochmal aufgemacht. Bis hierhin, wo der Maschenmarkierer ist, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und habe das dann die letzten zwei Tage gestrickt. Jetzt kommt noch einmal das Muster und dann komme ich wieder zum Lila. Also man nimmt hier Maschen auf, macht ein Bündchen, nimmt dann Maschen ab, damit man dieses schöne Muster hier unten bekommt. Dann geht es über zum Lace-Teil, kraus rechts, dann kommt ein Mosaikteil, der mit Hebemaschen gemacht wird. Es ist also kein Colorwork, sondern Hebemaschen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja, jetzt sieht man es, ne? Jetzt sieht man dieses tolle Muster. Das sieht man von nahem gar nicht, das muss man weiter wegsehen. So, und dann geht es kraus rechts mit dem Lila. Da ist ein Fehler drin, ich weiß. Ich habe hier ein Stückchen glatt rechts gestrickt. Habe das aber erst gesehen, als ich hier oben irgendwo war und hatte dann keine Lust mehr, es aufzumachen. So, und dann das Grau und die Schwierigkeit an diesem Schal ist, dass man genau ausrechnen muss. Man hat also 300 Gramm, von jeder Farbe 100 Gramm und man muss mit diesen 100 Gramm auskommen. Ich habe mir zwar von dem Hellgrau nochmal einen Knäuel bestellt, das ist das Twister von Hobby, Twister Solid. Bis hierhin muss man mit jedem... Ich glaube, bis hierhin war es, bis zum Kraus rechts. Ne, ist ausgerechnet, also bis hierhin habe ich 50 Gramm von den beiden Farben. Von hellgrau und lila. So, dann werden 100 Gramm hier in den Mittelteil gestrickt und die restlichen 50 Gramm von den beiden Farben werden dann darunter gestrickt. In der WhatsApp-Gruppe waren der ein oder die ein oder andere, die schon am Anfang nicht mit dem Garn hinkam. Ich hatte eine Maschenprobe gemacht, tatsächlich, was ich ja nicht sehr oft mache. Und bei mir hat die Maschenprobe gestimmt und ich muss sagen, ich bin auf den Kram genau hingekommen. Und das hier habe ich jetzt noch für das vom Grau übrig. Das muss jetzt noch für den dritten Lace-Teil und dann noch 8 Reihen glatt rechts reichen. Wenn es nur für 6 Reihen glatt rechts reicht, ist mir das auch egal. Ich hoffe nur, dass es für den ganzen Lace-Teil reicht. Und dann geht es ja weiter mit dem Lila wieder. Darauf habe ich jetzt echt Bock in letzter Zeit. Ich muss nur gucken, dass ich einen Tag habe, wo ich den Lace-Teil komplett einmal durchstricke. Dieses Absetzen mittendrin im Lace, ich bin ja eh kein Freund von Lace. Ne? Und ich suche mir ja immer Zeug aus, wo Lace drin ist. Ich bin ja so. Ich muss diesen Teil komplett an einem Tag durchmachen, durchstricken. Weil wenn ich dann eine Pause mache von ein, zwei Tagen, dann weiß ich dank mit Companion noch, wo ich bin. Aber oft ist es dann so, dass da einfach das nicht mehr stimmt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mache es ganz genau, ich zähle es nochmal durch, aber irgendwie funktioniert es dann nicht. Und wenn ich das an einem Tag durchmache, dann, oder an einem Abend, sind ja nicht so viele rein, dann funktioniert das. Und dann kriege ich den Lace-Teil auch gut hin. Und ja, der Mosaik-Teil, das wird kein Problem sein. Zum Schluss kommt dann nochmal das Lace-Muster. Ich hoffe, dass ich das dann bald fertig habe. Ich habe nämlich vor, wenn wir in Urlaub fahren, in 4 Wochen, also Freitag in 4 Wochen, dann möchte ich keine angefangenen Projekte hier haben. Das heißt, ich muss das fertig machen. Den Painting Bricks habe ich noch. Ich habe noch die Decke für meinen Enkel, den nehme ich aber wahrscheinlich mit und mache die dann im Urlaub. Das ist ja einfach nur noch zusammennähen, ne? Die Gesichter von den Dinos drauf, nee, ich habe den jetzt nicht mit, weil da habe ich nichts dran gemacht.
die Dinos drauf nähen und dann zusammenhäkeln, spannen und dann ist die fertig. Da aber diese Dino-Teile schon drauf nähen, das nervt mich schon. Da habe ich mir wieder was angetan. Ne? Es gibt kein größeres Leid, wie sagt sich der Mensch selbst andeht. Das heißt, es gibt kein größeres Leid, wie das, was der Mensch sich selbst antut. Das sagt man so in Gött. Gut, die will ich auf jeden Fall so schnell wie möglich fertig haben. Dann habe ich ja meinen Painting Bricks, der noch sehr klein ist. Da habe ich nur eine Sektion dran gestrickt, die hier. Ich zeige euch den mal so. Also das ist sehr sportlich, den in 4 Wochen fertig kriegen zu wollen. Das ist auch Garn von Momas Wollwelt. Und zwar, das Dunkle ist ein Bordeaux, ein Weinrot. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 mal von Aprikot abgestufte Farben. Das leuchtet hier durch die Lampe so. Das ist nicht orange, das ist Aprikot alles. Oder Lachs, das Dunkle ist so ein Lachs. Zurück? Ne, es leuchtet orange. Das sind dann die Zwischenteile. Und der geht ja, eigentlich ist der auch ganz einfach. Ne? Einfach nur hoch und runter stricken. Was am Ende wirklich sportlich wird, ihr seht es schon, sind die ganzen Fäden zu vernähen. Also ich werde das wahrscheinlich noch mal einmal mit dem Weinrot umhäkeln. Einfach damit ich die einzelnen Fäden hier nicht so vernähen muss, werde ich die einhäkeln. Oder ich mache ein I-Cord drumherum, wo ich die mit drin verstecke. Da schaue ich mal. Es ist aber nur auf einer Seite. Gott sei Dank. Ich muss was trinken, ich habe einen ganz trockenen Hals. Genau, das ist der Painting Bricks, der auch noch fertig werden soll. Das war's mit Gestrickte. Aber ich war ja auch noch shoppen. Und die mir auf Instagram folgen, haben die Tasche schon gesehen. Ich habe endlich dieses Jahr eine Yarnbright-Tasche ergattert. Direkt während die Sissi noch, während ich den Podcast von der Sissi noch geguckt habe, direkt bestellt. Die hat innen drin keine Taschen, aber hier vorne ist noch eine drauf. Und die hatte ich gestern mit bei dem Wollmarkt und die ist super. Die kann man sich so quer rüberhängen, kann man schön shoppen gehen mit. Die ist klasse, das wird meine neue Lieblingstasche. Ach nee, ich habe da noch was Gestricktes. Sorry, wollte ich euch das noch unterschlagen. Und zwar stricke ich ja hoffentlich bis Ende des Monats den Frieda-Pulli von Hobby. Ich hatte den eben mal auf Scooby-Doos gezogen, da brauche ich 2. Und irgendwie scheine ich eine zu große Größe gestrickt zu haben. Also der Kragen hier ist mir ein bisschen groß. Das werde ich aber so machen wie bei dem Missoni Accomplished, da werde ich einen Gummi reinziehen. Das sind hier 5 Reihen kraus rechts, dann wird zugenommen, dann hat man hier so eine schöne Lochreihe bei den Zunahmen. Kann man schlecht zeigen. So, jetzt sieht man es, ne? Und dann wird glatt rechts runter gestrickt. Was hier an dem Garn, das ist das Bamboo Fein, Soft Bamboo Fein. Das ist Bambus und Baumwolle und Acryl. Ist total weich. Was man da natürlich dann sieht, ist, wenn man die Fäden vernäht oder einwebt. Ich werde das jetzt so machen, dass ich einen Magic Knot mache.
weil sonst sieht man das. Das ist nicht schön. Da wird glatt rechts runter gestrickt. Der wird auch komplett glatt rechts runter gestrickt. Ich habe das Gefühl, der wird überhaupt nicht länger. Ich muss den jetzt auf 23 cm Länge, damit ich die Ärmel abtrennen kann. Und dann geht der weiterhin glatt rechts runter. Ich habe mir aber ein Muster ausgesucht. Ein kostenloses Muster auf Ravelry. Dass ich da wahrscheinlich einstricke. Das ist dann, wird dann so quer hier runter gestrickt, damit das nicht ganz so langweilig wird. Ich stricke das immer in der Malschule und jedes Mal, wenn ich messe, ob die 23 cm schon erreicht sind, ist es kürzer als vorher. Irgendwie stricke ich rückwärts, ich habe keine Ahnung. Ja, also jetzt sind es 20 cm, ich muss noch 3 cm, dass ich das auch fertig habe. Also das will ich dann auch fertig kriegen bis zum 15.07. wenn wir in Urlaub fahren. Weil das würde ich gerne im Urlaub anziehen. Jetzt habe ich aber alles gestricktes, ne? Ja. Genau. Wie ich eben schon erzählt habe, hatte ich mit der Cindy getauscht. Sie hat eine Tasche von mir bekommen. Ich habe Baumwolle von ihr bekommen. Dann möchte ich euch mal kurz zeigen, was da drin war. Und zwar dieses hier, da sind nur zwei Knäuel. Es ist so ein bisschen braun, orange. Sieht man da. Sind leider nur 1,5 Knäuel, weiß ich noch nicht, was ich mitmache. Ja, das für den Summer Square habe ich euch gezeigt. Und dann zwei Pakete von der Hobby Rainbow. Das ist 100%ig Bio-Baumwolle. In so einem Türkis, Grün, Pink, richtig schön. Da kann man auch ein schönes Sommershirt von machen. Dann die hier, da weiß ich auch noch nicht, was ich mitmache, weil das auch so wenig nur ist. Und vielleicht ein Schal für die Kinder oder so. Und dann war noch Bam mit drin. Aber genau so sieht die auch aus, wie ihr das hier seht. Die ist wirklich knaller. Und ich habe ja noch den Strang von der vom Wollexklusiv, den Regenbogen von letztem Jahr. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, der ist auch zu dick für den. Schauen wir mal. Es sind leider auch nur 3 Knäuel. Mal gucken, was ich damit mache. So. Das war alles jetzt von der Cindy. Und dann war ich ja Wollnis-Wochenende. Das war so schön und es war so toll, dass wir 5 Tage Zeit hatten. Wirklich, wir sind mittwochs angekommen. Natürlich haben direkt alle ausgepackt, ihre Stricksachen. Und wir haben angefangen zu stricken und uns mit einigen Viren dann noch infizieren lassen. Und geshoppt haben wir. Wir waren, wie gesagt, bei der Wollmeise. Und da habe ich mich wirklich dem Gruppenzwang ergeben und habe Wolle gekauft. Und zwar habe ich gekauft diesen wunderschönen Sockenstrang Zensi. 80% Wolle, 20% Polyamid, ist ganz normale Sockenwolle. In diesem tollen Braun, da werden Socken für meinen Mann draus. Das werden aber keine Mocho-Socken, dafür ist dieser Strang einfach zu schade. Das werden richtig schöne Socken. Mal gucken, welche ich daraus mache, aber keine Mochos. Für Mochos ist der, finde ich, zu schade. Dann habe ich für meinen Enkel eine Mütze und zwar auch wieder eine Birdies, eine blaue Tinte in diesem schönen Blau. Das ist jetzt ein echt dunkler eigentlich mit einem leichten Schwarzeinschuss. Also das ist wirklich schön, da bekommt er eine Mütze gemacht. Und natürlich, das habe ich auch noch gekauft.
Und natürlich hat die Monika auch ihr Sortiment ausgepackt und ich konnte mich auch hier nicht zurückhalten. Hab Sockenwolle gekauft. Einmal pink. Ja, die ist genauso. Bam. Das werden natürlich Socken für mich, die wird mein Mann nicht tragen. Dann die VfB-Färbung, die hier in Köln eigentlich eine FC Köln-Färbung ist. Und daraus könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da für meinen Mann auch noch ein paar Socken mache. Oder ich mache welche für mich und er kriegt ein paar Strandtreppen da draus. Schauen wir mal. Und die Osterfärbung, der Bauerngarten. Da werde ich die Ostersocken von der Monika draus stricken. Die sind dann auch für mich, weil das Pink hier oben ist nichts für meinen Mann. Sockenwolle habe ich gekauft. Ich habe mich tatsächlich breitschlagen lassen. Dann hatte die liebe Monika und die Reni den Hitofute an. Und der gefiel mir so gut. Und dann haben die mir gezeigt, dass das war auch aus einem Bobbel von der Monika. Und da habe ich dieses Lachs gekauft. Das sieht natürlich jetzt hier auch wieder orange aus. Nein, es ist nicht orange. Es ist Lachsfarben. Da habe ich mir zwei von gekauft. Eine ganz normale Wicklung, 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Und da werde ich dann mir den Hitofute draus machen. Und die liebe Eva, die hatte an, jetzt muss ich mal gucken, den Autumn Affinity von Susanne Sommer. Den kannte ich noch gar nicht. Den hat sie in Blau. Und Blau ist ja jetzt nicht so meine Farbe. Ich bin ja eher schon Mädchen. Und da habe ich das gekauft. Zwei hiervon. In einem schönen Altrosé. Und dann dieses hier, das geht von einem Altrosé, vom Pink in dieses Rot über. Da werde ich dann daraus zusammen, aus denen werde ich den Autumn Affinity machen. Das nehme ich mit in Urlaub. Das werde ich im Urlaub machen. Wenn ich dazu komme, meine Schwiegertochter will ja wieder kniffeln und wir wollen ja Spiele spielen. Deswegen weiß ich noch nicht. Aber auf der Fahrt werde ich dazu kommen. Dann habe ich noch gekauft, dieses Schwarz-Weiß, das ist für meine Enkelin. Und zwar hat sie sich ausgesucht, den Ultimate Sacrifice von Lorraine Puck. Ich suche den mal eben raus, der ist so toll. Den habe ich direkt hier. Gucken. Ja, ist der nicht genial? Der sieht so schön aus. Den hat sie sich dann ausgesucht und den werde ich ihr dann stricken. Ne, der ist, glaube ich, gehäkelt sogar. Ja, der ist gehäkelt. Dann geht das ja einfach. Dann ist das kein Lace. Ja, genau. Dann habe ich noch den Rest von meinem 3-in-1, den ich euch ja gezeigt habe, den ich ja so sehr liebe. Das ist das hier. Das habe ich noch als Rest. Und daraus werde ich den Thistle and Clover Shawl machen. Den hat eine in der Facebook-Gruppe von Woll Exklusiv gezeigt. Mit genau aus diesem Garn. Und ich hoffe, ich habe genug. Ich fange einfach mal an. Schaue ich mal, wie weit ich damit komme. Gestern war in Euskirchen. Ja, ich erzähle noch ein bisschen über das Wellness-Wochenende, weil das so schön war. Wir waren ja den Freitag dann in Pfaffenhofen. Wir waren auch bei der Bodolina, da habe ich leider nichts gefunden. Ich habe eine Tasche eigentlich für meine Häkelnadeln gesucht, aber irgendwie, ich hätte die besser mitgenommen und die einfach mal anzugucken. Schauen wir mal, also ich werde dann wohl nicht mehr hinkommen, weil nächstes Jahr, wenn das wieder über Himmelfahrt das Wellness-Wochenende ist, werden wir woanders hinfahren, hat die Monika uns schon angekündigt. Ja, und dann noch den Samstag und am Sonntag mussten wir dann wieder fahren. Aber es war wirklich schön, keine Abend vor 1, 2 Uhr ins Bett. Schöne Gespräche geführt und
viele auch neu kennengelernt, viele alte Gesichter, also jetzt nichts, nicht alte, sondern Gesichter, die man schon kannte und die einige Members von der Monikas Podcast waren auch da und es war schön, die dann auch mal in echt zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten und ja, dieses Zugehörigkeitsgefühl, Zusammenhaltgefühl, da mit Menschen, Frauen waren es ja nur, es waren zwei Jungs da, also der Mann von der Monika und dann noch von der Gabi, der Mann, die aber ihr eigenes Ding gemacht haben, aber 30 Frauen, die da zusammensitzen, ohne irgendwelche Zickereien und einfach ihrem Hobby frönen und zusammen stricken und zusammen quatschen und keiner guckt einen schief an, weil man schon wieder Wolle kauft und alle sind froh und glücklich, endlich mal 5 Tage am Stück stricken zu können und es war wirklich, wirklich toll. Und ich möchte hier auf diesem Weg der Monika ganz herzlich danken für die ganze Organisation, die sie da macht und was für ein Aufwand das ist und auch ihre Sachen dann immer mitbringt und uns vorstellt. Und auch dem Jürgen, der ihr da tatkräftig zur Seite steht, nochmal ganz herzlichen Dank für die Organisation dieser Wellness-Wochenenden. Ich freue mich auf Oktober, da werde ich über an meinem Geburtstag da sein, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und einfach zusammenzusitzen und zu stricken, das ist herrlich. Ich werde, ich vermisse solche Stricktreffs. Wir haben einen Stricktreff hier in Frechen von dem Wollladen, der aber dann zur gleichen Zeit ist, wie ich mit meiner Enkelin in der Malschule bin, deswegen kann ich da sehr, sehr selten nur hin, meistens nur in den Ferien, wenn keine Malschule ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich suche jetzt eine Location bei uns, wo ich dann auch noch mal einmal im Monat einen Stricktreff organisieren werde. Und ja, einfach um auch Menschen oder Frauen und Männer, ja Menschen halt zu treffen, die in meiner Nähe wohnen und mit denen wir zusammen stricken können. Das ist schön, da freue ich mich drauf. Gestern war, ja, ein anderes Thema. Gestern war ja Wollmarkt in Euskirchen. Ich war zum ersten Mal da, also es gibt da nicht nur Wolle, es gab auch andere Sachen, aber meistens war es Wolle. Man konnte sich die Schafschuhe angucken, mit den Schäfern sprechen. Und es sind halt eben auch heimische Tiere, wo ich von nachgefragt habe und auch davon ausgegangen bin, dass die human geschoren werden. Nochmal, ich bin Veganerin und es geht mir nicht darum, dass Schafe überhaupt geschoren werden müssen sie. Und es ist auch okay, dass Alpakas geschoren werden. Es kommt nur auf die Art und Weise darauf an, wie das für das industrielle Wolle passiert in dieser Masse und wie die Tiere dabei verletzt werden. Wenn jetzt jemand eine Schafherde hat und diese Schafe mit aller Liebe schert und daraus dann Wolle herstellt und färben lässt und die verkauft, dann ist das für mich absolut okay. Ich bin da wirklich nochmal in mich gegangen und habe darüber nachgedacht, ob man da wirklich so absolut streng sein muss und werde mich jetzt noch intensiver damit beschäftigen und da wirklich sehen, dass ich ja, von regionalen Wollfärbern und Wolle auch kaufe, wo ich weiß, wo das herkommt. Weil es gibt einfach Situationen, wo Wolle besser ist. Ist so. Ich habe gekauft Alpakas vom Eifelsteig. So heißt die Dame, die das macht, Diana Kuba in Kall ist das, hier in der Nähe. Und das sind Sockenwolle, handgefärbt, 75% Alpaka, 25% Polyamid. Natürlich in meinen Orange-Bam-Farben. Eigentlich zu schade für Socken, aber das Teil ist, wenn ich es so anfasse, super weich und soft. Wenn ich es mir hier hinlege, fängt es an zu jucken und zu pieksen. Ich bin nicht allergisch, ich bin einfach nur unglaublich empfindlich. Das heißt, Oberteile aus Wolle werde ich mir nie machen können. Vielleicht hier aus der Blend, weil die ist wirklich klasse.
da juckt mich nichts. Da habe ich mich aber noch nicht dafür so sehr mit beschäftigt, wo die tatsächlich herkommt. Entschuldigt. Ich muss noch mal trinken. Ich quatsche heute viel. Waren ja die letzten beiden Male, waren es ja nur so kurze. Aber wahrscheinlich werden es tatsächlich Socken. Schöne weiche Bettsocken oder so. Dann habe ich gekauft Sockenwolle. Hab mir leider vergessen aufzuschreiben, von wem das war, weil da ist kein Zettel dran in diesem Glitzer. Und das ist eine ganz normale Zusammensetzung. Auch handgefärbt. Wunderschön, auch mit dem Orange hier drin und dem Blau. Wunderschön. Dann habe ich jemanden getroffen, die mit Pflanzen färbt. Und das fand ich total interessant. Und zwar ist das die Pflanzenfärberei aus Gameln. Das ist auch hier bei uns. Und das hier ist jetzt 100% Baumwolle, 100 Gramm 200 Meter. Da habe ich mir 5 Stränge von gekauft. Das ist auch so ein Altrosé. Das sieht man sehr schlecht. Das Licht. Ja. Ein bisschen näher ran. Ja, so, ne? So sieht man es. So ist es. Gut. Altrosé. Da habe ich mir 5 Stränge von gekauft. Das wird ein Sommershirt. Was hängt denn da dran? Ein Sommershirt. 5 Stück. Dann habe ich ja, wie gesagt, den Sven getroffen von Sonitsu. Und da habe ich mir für den Schal voll schräg, für das Tuch voll schräg, habe ich mir orange-rot bei ihm gekauft. Der designt ja auch und für sein Design hat er direkt die fertigen Bobbel hier. Und das ist ein sehr schöner Schal. Der hatte den da ausgestellt in einem Türkis. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. So, das ist der Schal. Und den Sven kennt ihr sicherlich alle. Ich habe auch ein Bild mit ihm gemacht, weil ich ihm gesagt habe, dass ich einen Kanal habe und die Bilder werde ich wie immer am Ende anhängen. Dann habe ich mir bei ihm die eine Nadeltasche, habt ihr eben gesehen, dann habe ich mir die noch geholt. Das waren die einzigen beiden kurzen, die er noch hatte. Die langen für die 20 cm wollte ich mir jetzt nicht kaufen. Jetzt sehe ich ja auch, wie so eine Nadeltasche aussieht und wie die genäht ist. Er näht die ja selber. Und dann kann ich mir auch mal selbst eine nähen. So, beim Wellness-Wochenende noch zwei Sachen noch und dann bin ich durch. Ginas. Wird heute was länger. Beim Wellness-Wochenende hatte ich etwas dabei. Und zwar sowas. Das kann man hier so aufmachen. Tada! Und da habe ich drin, ich kann das jetzt so nicht zeigen, meine Maschenmarkierer. Also hier sind meine Maschenmarkierer, die kleinen metallfarbenen. Dann hier sind hier die dicken drin. Hier ist Kleinkram drin, hier sind auch noch ein paar Maschenmarkierer drin. Und so kann man das schön mitnehmen. Man kann es natürlich nicht in irgendeine Tasche schmeißen oder so. Aber so mitnehmen, hinstellen, dann hat man immer seine Maschenmarkierer dabei. Das hatte ich mit und die Mädels waren so begeistert davon. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier irgendwo einen. Da ist er. Und zwar sind die von Frau Motti. Die hat auch Haarschmuck. Und dann zeige ich euch, dann muss das hier mal ein bisschen, weil ich habe, das ist ein 10% Gutschein. Die Internetseite werde ich euch unten verlinken. Und zwar ist das in Afrika handgemacht. Das ist aus Palmwedeln hergestellt, handgefärbt mit Pflanzenfarbe und zusammengemacht. Und die hat Freunde in Afrika, die das machen. Das sind Freunde von ihr. Und die importiert das nach Deutschland und verkauft das hier. Das habe ich auf Mittelaltermarkt gekauft und bei HelloFresh war jetzt auf einmal so ein Gutschein drin.
Ja, und dann dachte ich mir, ich zeige euch das mal, weil das ist für kleine Utensilien oder für Schmuck. Die gibt es in groß, das sind die großen, dann gibt es den auch in mittel und in klein. Gebt auch mal auf die Internetseite, schaut euch das an, finde ich gut, dass man sowas dann auch unterstützen kann. Letzte Sache noch, bevor ich mich immer noch ein bisschen drücke. Arbeitskollege von meinem Mann hat ja angefangen zu spinnen. Ich habe euch das ja schon mehrfach gezeigt. Einmal, ne, habe ich euch Dingens gezeigt, eine Maschenprobe, die ich gemacht habe. Er hat mir jetzt eine ganze Box mit Wolle gegeben, daraus soll ich ihm einen Pullover stricken. Ich finde das super, dass der das selber spinnt. Ich habe ihm jetzt 600 Gramm Alpaka gekauft auf dem Wollmarkt. Ja, da werde ich jetzt bald anfangen, wenn es etwas kühler wird, das zu stricken. Das ist von seinen Hunden. Ne, habe ich euch ja schon mal gesagt. Der kennt die, der hat Bearded Collies. Und dann kämmt er die, macht daraus, spinnt daraus mit der Handspindel dann diese Wolle. Und die Frau Frings soll die dann verstricken, dann bekommt er von mir einen Pullover. Ich bin gespannt, ob dieser Pullover nicht kratzt oder nach Hund riecht, wenn er nass wird. Also da bin ich gespannt. Ich habe mit einer auf dem Wollfest darüber gesprochen und sie sagte, also mit Hundewolle anzufangen ist eine super Idee, weil wenn man das spinnen kann, kann man alles spinnen. Und das hat er wirklich super gemacht, finde ich klasse. Er macht jetzt mit Alpaka und ja, schauen wir mal, was er daraus noch macht. Vielleicht kann ich ihn ja auch mal dazu bringen, dass er mal was Buntes spinnt und dann für seine Frau was machen kann. Ich denke, jetzt kommen wir zur Verlosung. Es ist ja Yarn Bright und ja, ich nehme daran natürlich wieder teil, habe ich euch ja eben gezeigt. Ne? So, und ich möchte auch diesmal wieder auf die Rechte der LGBTQ+ Gemeinschaft aufmerksam machen, dass diese Menschen nicht alle Rechte haben wie wir Heteros, und das finde ich unglaublich diskriminierend. Es ist jetzt gerade erst erlaubt, dass schwule Männer Blut spenden dürfen. Das wurde dieses Jahr erst das Gesetz geändert und es ist 2022, und ich finde es unglaublich, mir fehlen manchmal echt die Worte, was an dem schwulen Blut, am Blut schwuler Männer anders sein soll als am Blut meines Mannes. Warum durften die bisher kein Blut spenden? Es kann sein, dass das immer noch aus den 80ern ist, dieses Verbot, wie AIDS aufkam und die noch als Schwulenkrankheit diagnostiziert wurde. Aber das ist ja schon Jahrzehnte so, dass ganz klar ist, dass AIDS nicht nur von den schwulen Männern kommt, sondern dass jeder AIDS bekommen kann. Und dass jetzt erst dieses Verbot aufgehoben wurde, ist unglaublich. Also das macht mich immer wieder sprachlos. Und dass die ja alle noch nicht die Rechte haben wie wir, das ist echt. Da muss aufgeklärt werden. Da muss was gemacht werden. Und dafür ist die Yarn Bright da. Und dafür sind die ganzen, ist der Bright Month da, dass das aufgeklärt wird. Die Grazia Grazioso auf TikTok, werde ich euch auch den TikTok-Kanal mal verlinken. Das ist ein Mann, ein Lehrer, der als Drag Queen auftritt und der unglaublich auch aufklärt. Und der macht jetzt in diesem Monat jeden Tag einen TikTok und erklärt die Flagge und erklärt, welcher Tag für welche, für wen es halt eben ist. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne irgendjemanden quer zu kommen. Und deswegen werde ich dieses Jahr aber auch wieder was verlosen. Ich werde auf jeden Fall eine Tasche nähen und ich werde zusehen, dass ich noch Wolle organisiert bekomme, Stränge,
die ich dann auch verlose. Aber ich habe noch ein Buch, das hat die Sissi auch vorgestellt, dieses Quergestreift. Das ist ein Buch, was wirklich aufklärt, wo drin steht, wie das mit den Flaggen ist, wo drin steht, was es alles für Sachen gibt in der LGBTQ+-Community, Non-Binary Peoples, was die sind, welcher Tag für welche sind dann die... total aufklärt dieses Buch und ich finde das so klasse. Deswegen habe ich das gekauft und das werde ich auch an euch verlosen. Es gibt also zwei Preise quasi, einmal das Buch mit einem Knäuel oder Strangwolle und eine Tasche, die ich noch nähen werde. Das werde ich euch dann beim nächsten Mal noch zeigen. Ihr habt Zeit bis 30.06. unter dieses Video hier zu kommentieren. Und zwar Yarnbright, Hashtag Yarnbright. Da zu kommentieren und eines dieser beiden Preise dann zu gewinnen. Ich möchte aufmerksam machen, wie die Sissi, und möchte einfach zeigen, dass es immer noch Diskriminierung in 2022 gibt. Es gibt auch Diskriminierung von anders farbigen Menschen, sei es Schwarze, sei es Chinesen, sei es Asiaten, sei es Spanier hier in Deutschland werden auch diskriminiert und das muss aufhören, Leute, das muss absolut aufhören. Wir sind alle Menschen, unter unserer Haut sind wir alle gleich und auf unserer Haut sind wir auch alle gleich. Es hat nichts damit zu tun, wie ich aussehe, ob ich dick, dünn, dürr oder schwarz bin oder Asiate oder Spanier, was auch immer, oder Hispano, wie die Amerikaner sagen, also das Türke oder sonst irgendwas, Araber, keine Ahnung, es ist völlig egal, wir sind alle gleich und deswegen muss das unbedingt aufhören. Das war mein Wort zum Montag. Heute ist Montag für mich der 13.06.2022. Und wenn du das Video in 2025 siehst, brauchst du hier jetzt nichts mehr drunter zu kommentieren mit Yarnbright, weil das Gewinnspiel ist dann schon längst erledigt. Ja, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Juni. Genießt die Zeit. Es soll richtig warm werden jetzt. Hoffentlich kommt jetzt der richtige Sommer und ich werde nochmal aufnehmen, bevor wir in Urlaub fahren, um dann auch die Preise zu verlosen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hier nochmal das Buch mit meinem Tuch. Bis dann. Tschüss.